Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Fallout 2. Ja, wir wollen noch mal was ausprobieren. Wir sind hier in Mordok gerade und ich habe schon das öfter mal ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es jetzt klappt. Ja, was machst du denn hier so? Komm, du willst es doch auch. Ja, schauen wir mal, was passiert. Ja, Sir, ich wollte nur, lass bloß deine Pfoten von ihr. Ja, man kann hier die Frau heiraten. Ich weiß so nicht, was der Auslöser dafür ist, damit es klappt. Ich hatte mal gelesen, dass man irgendwie das vierte oder fünfte Mal hier in Mordok anlaufen soll. Kann nochmal gucken, dass wir hier nochmal, weiß ich, außerhalb kurz rumlaufen. Dann nochmal wieder reingehen. Mal bis tagsüber warten. Und das Ganze nochmal probieren. Vielleicht können wir ja auch mit ihm nochmal sprechen hier. Ja, die Dürre hat dein Geschäft anscheinend noch nicht beeinträchtigt. Sie war sogar ganz gut für mein Geschäft. Das haben wir alle schon gehabt. Das kennen wir alle schon. Okay, wir versuchen es nochmal. Okay, wir versuchen es nochmal. Ich dachte, vielleicht ist auch nur eine andere Gesprächsoption notwendig. Was zum Teufel ist hier los? Ja, da passiert nichts. Sir, ich wollte nur... Lass bloß deine Pfoten von ihr. Ja, okay. Es klappt nicht. Ich weiß auch nicht, Leute. Ja, man kann auf jeden Fall heiraten und dann hat man hier sie auch noch als zusätzliche Begleiterin dabei. Das wollte ich eigentlich nochmal ausprobieren. Aber nun gut. Ja, was haben wir denn hier noch? Da wollen wir vielleicht auch nochmal hin. Das könnten wir noch erledigen. Und zwar ist das das Lager der Raider. Eine große Gruppe von Räubern und... Die überfallen immer mal Bunkerstadt. Das haben wir doch mal verfolgt. Und ja, hier sehen wir erstmal Höhlen. Da ist erstmal nichts Besonderes zu sehen. Aber hier ist auch alles vermint. Sollen wir also aufpassen. So, ich weiß nicht, wo wir runterkommen. Da kommen wir runter. Okay, und hier sind wir runtergefallen. Macht aber nichts. Jetzt können wir mal unsere Laserpistole testen. 4 Trefferpunkte. Okay, das ist dann nichts. Das können wir auch lassen. Das ist unser Jagdgewehr um einiges stärker. Ja, wir müssen für uns noch so ein bisschen die richtige Waffe finden. Leider haben wir in große Waffen nichts investiert, sondern in Energiewaffen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so eine Probleme haben für die Munition dieser Energiewaffe. Leider haben wir da nämlich gar nichts. Also so gut wie gar nichts. Und gleichzeitig teilt sich das auch noch natürlich den Sprit mit dem Auto. Damit wir hin und her kommen. Na, was ist mit Markus jetzt los? Der wechselt da scheinbar irgendwas. Markus verfehlt, mit was auch immer. Ich glaube, ein Wurfmesser war das.
So, das war's mit dem Skorpion. Da kommen noch mehr. Treffen wir nicht. Ja, sehr gut. Schießt aber nicht alles auf einmal weg. 396 Trefferpunkte. Also Markus weiß schon, was er tut. Ja, hatten wir schon lange nicht mehr den Fehler hier, dass die Kämpfe Ladepausen haben. Ja, dann sehen wir am Ende erst, wo die Leute gelandet sind hier. Komischerweise wird das dann immer übersprungen. Ich weiß nicht, warum es jetzt wieder so ist. Wir hatten es schon lange nicht mehr, wie gesagt. Okay, wollen wir hier nochmal gegen die beiden kämpfen? Ja, wir müssen ja hier irgendwie rauskommen aus der Höhle wieder. So, den nochmal. Und dann sind die auch tot. Sehr schön. So, was haben wir denn hier für ein Skelett? Was hast du denn dabei? Ja, nehmen wir mal mit. Ich glaube, hier unten war nichts. Da war noch ein Skelett. Okay, schön, dass wir nochmal nachgeguckt haben. Und da oben ist noch ein Skorpion und da ist auch die Leiter zum Ausgang. Ja, dann nehmen wir mal nur die Munition mit. Alles andere lassen wir da. Brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben ja eh viel zu viel Geld und viel zu viel Kram dabei. So, ich würde noch mal kurz speichern. So, ich habe jetzt noch mal schnell geladen und hoffe, dass die Kämpfe jetzt wieder normal stattfinden. Ja, das sieht gut aus. Der ist auch weg. Und den machen wir noch weg hier. Zack. Das war's. Und wir können nach oben. Du hast das Versteck der Gangster gefunden. Ja, so sieht's aus. Natürlich liegen hier auch noch wieder Bomben rum. Ja, sehr viele Gangster. Wir schießen mal von hier hinten. Und es geht schon wieder los, Leute. Ja, ich werde nochmal das Spiel neu starten. Tut mir leid, ich weiß nicht, woran es liegt. Also wir hatten jetzt eine ganze Zeit im Let's Play das Problem nicht mehr. Erst am Anfang hatten wir es. Und ja, wir wurden getroffen anstelle von Markus. Egal. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ja, gucken wir mal, ob das Ganze jetzt klappt hier. Ja, sehr schön. Ja, unsere Leute kämpfen und wir sehen es auch. Wäre schade, wenn wir jetzt hier so eine Kämpfe halt nicht verfolgen können. Ich hoffe, das hält jetzt auch an. So, wir haben nur noch 40 Trefferpunkte. Der ist auch tot.
sollten unser Feuer natürlich immer auf einen konzentrieren. Da, Söldner Gangster hat kritisch verfehlt und den Rest seiner Munition verloren. Das ist auch immer sehr witzig, sowas. Solange es uns nicht passiert. Okay, da kommen noch Söldner Hauptmänner irgendwie. Müssen wir auch gleich mal gucken. Ja, wir müssen uns mal ein bisschen hochheilen. Sonst überleben wir den Kampf hier nicht. Okay, können wir das nachladen? Ja, das klappt auch. Alles im Inventar gemacht. Und jetzt können wir sie nämlich sogar noch mal schießen. Ja, in den Kopf. Okay, da hinten noch mal. Der flieht scheinbar schon. Und aus der Ferne lassen die sich natürlich ganz einfach ausschalten hier. Es sei denn, sie kommen jetzt näher. Da müssen wir aufpassen. So, auch der ist tot. Und wir verfehlen. In den Kopf. Schade. Söldnergangster wurde getroffen. Anstelle von Söldnergangster. So, Hauptmann der Söldner. Ja, wundert euch nicht, wir sind hier direkt in den Kampf eingestiegen. Weil die uns eh angegriffen hätten. So, in den Kopf bitte. Zack. Können wir nochmal nachladen. Auch der liegt. Ja, ich liebe diese Waffe einfach. Sie hat so eine unglaubliche Range hier. Auch wenn sie jetzt nicht so viel Schaden macht. Aber ich finde, es ist ja erträglich. Also solange wir Schaden machen und die Leute irgendwann umfallen, ist das alles in Ordnung. So, wir müssen nachladen und dann schießen wir ihn auch mal in den Kopf. Sehr schön. Ja, Kessel, die muss immer ein bisschen was einstecken hier. Aber das sind ja zum Glück keine hohen Werte. So, der benutzt sogar noch mal ein Stimpack hier. Ich glaube, das wird ihn aber auch nicht helfen. So, wir müssen einmal nachladen. Und ab in den Kopf. Und da verfehlen wir aber auch leider. Meine Güte, was hält er denn aus? Na endlich. So, wie geht's denn Cassidy eigentlich? Der hat immer die ganze Zeit schon was abbekommen hier. Schwer verwundet. Ah, ist natürlich nicht so gut. So, jetzt treffen wir auch mal. Und der rennt weg. Okay, da oben sind noch Söldner, da ist noch ein Hauptmann. Sieht eigentlich recht gut aus. So, wir müssen Cassidy auf jeden Fall heilen. Wenn der hier noch öfter getroffen wird, dann war es das mit ihm.
So, wie sieht's aus? Immer noch verwundet. Immer noch verwundet. Unverletzt. Wie sieht's mit Sulik aus? Unverletzt. Und Markus? Verwundet. Unverletzt. Sehr gut. Ja, wir speichern mal zwischenzeitig. Ja, nützt nichts. Okay, ist verschlossen. Das heißt, wir müssen es aufbrechen. Beziehungsweise das Schloss knacken. Okay, auf wen schießt du denn da? Da kommen auch nochmal zwei. Werden wir auch versuchen zu erledigen. Ja, sehr gut, Markus. So muss das sein. Der ist auch weg. Achso, ist immer noch verschlossen. Na klar. Öffnen wir. So, dann gucken wir mal, was haben die Leute hier so. Munition. Es wird ein bisschen schwierig hier zu sehen, wer was hat. Verkehrt. Den wollte ich noch gerne plündern. Okay, du hast auch ein bisschen Kohle dabei. Die haben ganz gute Gewehre eigentlich. Der hatte keine Muni mehr. Okay, wir lassen ihn noch kommen. Beziehungsweise schießen von hier aus. Sehr schön. Okay, jetzt kommt der Hauptmann von oben auch. Ja, schön K.O. gehauen. Au. Das tut mir leid. Fliegt durch einen halben Raum. So, was ist mit Cassidy? Warum haut er? Warum schießt er nicht? Ja, perfekt. Auch der wurde getötet. So, haben wir hier noch Gegner? Da kommen wir wieder hoch. Und wir erhalten wieder Erfahrungspunkte für das Töten unserer Gegner. Sehr schön. Ja, die Munition lassen wir mal da, die brauchen wir nicht. Oh, da sind noch welche. Dann wollen wir mal. Das war wohl nix. Also die Söldnergangster sind wirklich nicht die besten Schützen.
Okay, der greift uns auch noch an hier. Wer auch immer das ist. Wandeln der Schatten. Das war's mit ihm. Ja, ich glaube, Sully kriegt das auch alleine hin hier. Okay. Wir nehmen mal eine von den Waffen mit. Ich würde die nämlich hier dann ganz gerne noch aufrüsten. So, können wir den hier noch plündern? Ich sehe da doch ein Stück von ihm. Da. Okay, sind hier die Spinde auch noch abgeschlossen. Was soll das denn? Was soll das denn? Nehmen wir mit. Ja, nehmen wir mit. Natürlich ist der auch abgeschlossen. Alle vier Spinde. So, davon brauchen wir nichts. Hier unten nochmal so ein bisschen. Da ist noch eine Truhe. Auch abgeschlossen. Da probieren wir es gar nicht erst, sondern knacken gleich das Schloss. Und damit zumindest noch ein bisschen Munition. So, gucken wir hier nochmal. Da ist auch noch eine Truhe. Brauchen wir eigentlich nur das. Ja, die haben schön alles abgeschlossen hier. Findet uns aber nicht. So, ein bisschen Jet. So, was war mit ihm hier? Ja, keine Ahnung. Frag mich nicht. Da unten hat er ein Regal gehabt. Ja, war wohl ein Stammesangehöriger. Hier nochmal das Bücherregal. Ein Päckchen Karten und ein paar Würfel. Nehmen wir einfach mal mit. Warum nicht? So, auch hier plündern wir nur das Geld. Die Waffe interessiert uns nicht. Auch die Munition kann uns eigentlich herzlich egal sein. Da nehmen wir das schon eher mit. Tukos Erkennungsmarke. Ja, Besitzer dieser stinkenden Marken ist Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez. Dahinter steht eine 27. Nehmen wir mal mit. Genauso wie die Granaten. Das ist eine der Kommandanten hier gewesen. So, dann gehen wir hier oben nochmal in die Räume rein und gucken, was da so Schönes ist. Da ist auf jeden Fall ein Tresor, da gucken wir gleich mal, was da drin ist. So, Angel Eyes. Diese Erkennungsmarken gehörten Angel Eyes. Unter dem Namen steht eine 16, auch die nehmen wir mit. Du siehst einen riesigen schwarzen Eisentresor, der zu schwer ist, um ihn zu verschieben. Auf der Vorderseite ist ein Kombinationsschloss. Ja, wir entfernen uns erstmal. Also das kann natürlich gut sein, dass die Erkennungsmarken hier der Schlüssel sind.
weil sie halt Zahlen beinhalten. Und auch hier Blondies Erkennungsmarke 11. Also wir haben 11, 16 und 27. 11, 16 und 27. Ah ja, okay, hier steht schon. Vielleicht kann man den Tresor mit den Nummern auf diesen drei Erkennungsmarken öffnen. Man hört einen Kehrklang und der Tresor ist offen. Ja, bin ich mal gespannt, was da Schönes drin ist jetzt. Ein Buchhaltungsbuch. Das nehmen wir mit. Genauso wie die Drogen natürlich. Bisschen Munition. Die Stimpacks auf jeden Fall. Und ja, das auch. So, was steht denn drin? Dieses Buchhaltungsbuch listet eine Reihe monatlicher Zahlungen an die Söldnergänge durch die Familie Bishop aus New Reno auf. Die Zahlungen hängen stark davon ab, wie viel Druck die Söldner auf Bunkerstadt ausüben. Bunkerstadt könnte daran interessiert sein. Ja Leute, wir haben uns jetzt Bishop zwar angeschlossen, aber vielleicht können wir ja für beide Seiten arbeiten, indem wir jetzt das Ganze natürlich Bunkerstadt einmal bringen. Das war ja auch ein Auftrag hier, dass wir den Söldnern auf den Grund gehen sollen. Und wir versuchen jetzt hier noch ein bisschen ja, Erfahrungspunkte rauszuschinden aus den ganzen Aufgaben. Mit Bishop sind wir nämlich eigentlich erstmal fertig und das ist dann sowieso nicht so schlimm, wenn der nachher feindlich sein sollte. Hauptsache wir begegnen ihm nicht. Okay, dann gehen wir hier mal hoch. Mir gefällt es hier ganz und gar nicht. Ja, das glaube ich. So, unser Auto ist leider weg. Das steht, glaube ich, noch in der Höhle. Klippe, genau. Da steht's. So, du hast die Kraft der Gangster gebrochen. Jetzt wird es ihnen nicht mehr möglich sein, das Gebiet zu überfallen und wir erhalten alleine dafür schon 2000 Erfahrungspunkte. Gut, liebe Leute, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Dann werden wir in Bunkerstadt nochmal vorbeischauen und dort ja, berichten, dass wir die Gangster ausgeschaltet haben. Wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Schaltet gerne wieder ein, wenn es weitergeht. Bis dahin.